Ich habe eine Allensbach-Analyse gelesen, nach der 2/3 der Deutschen, das ist viel, sich nicht mehr trauen, ihre Meinung offen zu sagen. Und zwar zu Genderfragen, zu Fragen der Nation und anderen Fragen. Irgendwo muss es hier so etwas wie ein stilles Schweigegebot im Land geben, dass irgendwelche Leute, Silvano Di Lorenzo, der bekannte Mann von der Zeit, hat gesagt, das öffentliche rechtliche Fernsehen verbreitet Positionen und Meinungen, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung nicht gedeckt werden. Und das macht schlechte Laune? Nein, das macht den Menschen schlechte Laune. Sie kriegen einen Konflikt um ihre eigene Persönlichkeit. Wenn ich einer Frau ein Kompliment mache, bin ich schon ein toxischer Mann. Ist das so? Wenn ich das mal zusammenfasse, durch das völlig andere Menschen, in der Regel selbstständige Unternehmer, die haben gar nicht die Zeit, sich mit solchen Menschen zu beschäftigen.